Wer baut denn so etwas? Ich habe ein ganz mieses Gefühl hier bei diesem Raum. Ach, und vorher war ich der Angsthase? Ihr seid ja auch ein Angsthase, ihr wolltet ja noch nicht mal hier runtergehen. Ich denke, wir haben das Zentrum dieses Kultes gewonnen. Das Loch, was über dem Altar droht, dreut, ja, führt wie gesagt nach oben in die Schwärze, in die Finsternis. Es gibt auf alle Fälle eine Verbindung mit der Kanalisation, aber wenn ihr wenn ihr herantretet und mal euren Kopf in den Nacken legt, seht ihr da über die goldene Statue? Ihr hattet sie eben schon gesehen, 10 Meter groß, wie gesagt, sie ist zerbrochen, aber dieses Loch führt direkt nach oben in die Sakrale. Also das Loch, das wurde jetzt von dem Absturz von irgendeinem Trümmerteil gerissen. Das ist Und perfekt es war nicht. gearbeitet, das Loch. Ah, okay. Das existiert sicherlich seit 600 Jahren. Wie hieß es? 8 und 1? Wo sind wir hier noch reingeraten? Was ist das für ein unheiliger Ort? Und wieso bauen die hier so etwas drüber, wenn hier so etwas Widerwärtiges drunter ist? Oh, Also das vielleicht klingt wurde es doch. von Anfang an mit diesem Zweck gebaut. Am Rande, wenn ihr euch die Wände noch einmal anseht, könnt ihr auch sehen, das muss wohl sowas wie eine Krypta sein. Zumindest gibt es hier auch Särge. Ihr lest kurz noch einmal nach. Sind hier die Priesterkaiser verarbeitet? Zumindest steht hier auf den Särgen steht. Aldeck Preiofold, Noralek Preiova, Katai Preiotin. Jeweils mit einer Zahl versehen, Gorvan Preiobur. Sie alle stehen oder liegen mit ihren Särgen in die Wand eingearbeitet, hinter diesen 8 Statuen. Natürlich so ein bisschen leicht versetzt, aber auf ihm tritt so ein bisschen ja, in dem Raum umher, stellt sich auf die andere Seite des Altars, da gibt es so eine kleine Erhöhung, von der man dann vielleicht predigen könnte. Irgendwas ist in der Mitte eingeritzt. Sieht aus wie eine Steintafel, die da eingelassen ist mit, das sind so 30 Namen an der Zahl. Sagen die Namen mir irgendwas oder sind das irgendwelche mittelreichischen Namen? Enarch der Goldene. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe die Mitgliederliste gefunden oder die Liste von deren Anführern oder was auch immer. Seht ihr, Abelmir? Deswegen sind die Listen nützlich. Ja, für uns schon, für die Gegner wohl kaum. Aber Ist es wirklich richtig so, dass die Priesterkaiser hier liegen sollen? kann doch gar nicht. Der eine, welcher Priesterkaiser hat das hier nochmal in Auftrag gegeben? Noralek? Der wievielte Zumindest war nach der? ihm wurde sie benannt. Sollte es nicht eigentlich irgendwo eine Krypta auf dem Boronsfeld für sie geben? Feige Frauen lassen sich in einem Raum bestatten mit einer unheiligen Zahl an Ecken. Ich glaube nicht, dass das freiwillig geschehen ist. Ich glaube eher, dass ihre Leichen nach ihrem Tod gestohlen wurden. Ich glaube nicht, dass hier ihre Leichen liegen. Also ja, dieser Kult mag alt sein, aber 8 kaiserliche Leichname zu stehen, scheint mir doch etwas utopisch. Aber wir sind direkt unter dem Heiligtum. Wie kann das sein? Vielleicht wurde es von Anfang an so gebaut. Na, das wissen. Wie sieht dieser Gang nach oben aus? Wie groß ist das? Ist das im Grunde ein Loch? Wie groß ist dieses Loch? Was hat das für einen Durchmesser? Das Loch, das ist ja ziemlich hoch. Also wie gesagt, du bist so laut deinem inneren Kompass 20, 25 Meter unter der Erde und die geht es dann dementsprechend auch wieder nach oben über viele Stockwerke. Du hörst aus dem Loch definitiv das Wasser der Kanalisation vorbeirauschen und das ist gefertigt. Also du würdest sagen, 1,5 Meter im Durchmesser. Ach so, riesengroß. Okay, Ja, okay. also es ist nicht unbedingt 1,5 Meter im Durchmesser, so würdest du sagen. Und was sehe ich oben? Also sehe ich oben die Statue noch stehen?
siehst zwar zerbrochen, aber du siehst, ja, also das ist dann, wie gesagt, diese Greifenstatue mit diesem, ja, du kannst den Kopf mittlerweile nicht mehr sehen, weil er abgebrochen ist, aber ja, definitiv das Gold von dieser 10 Meter großen Statue, direkt unter der Statue befindet ihr euch wohl. Also über euch müsste es in der Sakrale einen weiteren Altar an dieser Stelle geben. Es ist, als würde man auf fremden Altären opfern. Wenn Abelmir an die Stelle von Rafim tritt, du kannst dir auch nochmal, oder ihr könnt euch alle nochmal die Liste ansehen, es sind wie gesagt 30 Namen. Enarch ist der erste Name, nicht der letzte. Und kennen wir irgendeinen anderen der Namen da drauf? Es geht weiter mit vielen bosbaranischen Namen, die da wohl vergeben worden sind, also was viel auf Us endet oder auf A. Abelmir kennt davon sicherlich auch einige, sind sehr generische Namen, sowas wie Julius oder Markus, die früher eben im bosbaranischen Zeiten vergeben worden sind. Und dann geht es weiter mit Chelissa, Duredania, Alinai, Jacinthe, Eboreus, Emran, Ibn Mahut, Lucian, Vitus, Raoul. Dann folgen wieder weitere unbekannte Namen, die euch nichts sagen. Aurelian Feyenoord. HVS, Iliodane von Streitzig. Aios Lob von Selem. Servas der Henker. Solarion di Morundu. Arbos Jondran von Berglund. Almir von Ribeshof. Sadek von Wolterach. Den kennen wir doch, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Also das eine sind doch hier diese Märtyrer, oder nicht? Ja, es scheint fast wie eine Liste von, naja, vielleicht Hohepriester oder etwas ähnlichem zu sein. Aljek von der Drachenzwinge. Ich spreche jetzt mal etwas aus. Theoretisch. Wir haben hier eine Sekte. Vermutlich unfassbar alt. Die sich gerne bereitwillig opfert und verbrennen lässt. Was mir jetzt zu den Märtyrern einfällt, ist, dass sie bereit waren zu sterben. Und sie sind auch in dieser Liste. Was mich jetzt leider zu der Vermutung bringt, dass entweder die Märtyrer nach ihrem Tode entweiht wurden oder bereitwillig dahingegangen sind, weil sie Anhänger von diesem, was auch immer das hier ist, sind. Geschichtswissenprobe plus 13. Doppel-1 ist immer drin. Reiserun? Darfst du nicht ganz, ne? Nee, um ein Pünktelein nicht. Wenn du mir dein Chippy gibst, dann würde ich das aber zulassen. Musst du nicht neu würfeln, aber für den Chippy schenke ich dir den einen Punkt. Ich setze meinen Chippy ein. Fero Brecht von Ruchin. Das ist der Name, den Noralek Prajova besaß, bevor er Priesterkaiser wurde. Fero Brecht. Ruchin. Du siehst weitere Namen. Sie sind mittlerweile alle als Priesterkaiser bekannt. Ihr allerdings noch mit ihrem Namen, den sie vorher trugen. Den sie hier ablegten. Isarun steht mit offenem Mund vor der Liste. Ach, Fim, ich glaube, du hast tatsächlich einen Punkt. Also, entweder sind sie nach ihrem Tod entweiht worden, das ist ja alles möglich, oder? Aber sie sind alle ohne diese fehlenden Körperteile dargestellt. Weiß denn irgendjemand, ist in den Legenden denn vermerkt, ob sie damals schon fehlende Körperteile hatten? Hatte Vitus immer nur ein Auge? In den Legenden ist vermerkt, dass sie nach Bosporan gegangen sind und dort verbrannt wurden. Was ist, wenn es andersrum passiert ist?
wenn die Vosperanier sie geholt haben und verbrannt haben, weil sie Ketzer waren. Zumindest, also, wenn sie hier mit ihren Geburtsnamen aufgeführt werden. Und dann sind sie bestimmt nicht unfreiwillig später hierher gekommen. Wer jetzt? Schaut einmal euch diesen Namen an. Das war der Geburtsname von dem Priester Kaiser Noralek, nachdem diese Sakrale hier benannt war. Also könnte es sein, dass er auch ein Anhänger dieser Sekte war. Ja, das sieht mir beinahe so aus. Und wenn man diese Sakrale baut und dort oben Opfer bringt, würde hier unten hin das Blut tropfen. Und vor allen Dingen, wenn diese Anhänger dieses Kultes Priesterkaiser waren und Kaiser des Mittelreichs, dann war dieses Erntefest-Massaker inszeniert. Bewusst, um sie zu schwächen, man hat den Rondra-Kult zu schwächen. Chaoskirche unterlaufen, um die Rondra-Kirche zu vernichten und die Chaoskirche von innen. Vor allen Dingen, dann hat der Hehler Huras ja recht, sie zu verbrennen. Also wir wissen ja erstmal gar nicht, was bedeutet das ganze Herrschergeschlecht, das ganze Mittelreich. Es ist verdorben. Also die Priesterkaiser haben ja noch überhaupt nichts mit der derzeitigen Herrscherfamilie zu tun. Könnt ihr nicht lesen? Lest doch diesen Namen dort. Zeig mal auf den Namen Raoul. Aber mir, das sagt mir nichts. Isarun? Ja, nee. Natürlich. Reichsgründer Raoul. Und wenn er ebenfalls diesem Kult angehörte. Ja, aber hier steht ja nur dieser eine Name. Das war ja ein Allerweltsname. Ich glaube nicht, dass Raoul ein Allerweltsname ist in Gareth. Ja, aber das ist jetzt ja auch schon wieder weit hergeholt. Also wenn da jetzt noch irgendwelche Nachnamen dabei stünden oder so etwas. Er hieß Raoul von Gareth, der hatte keinen Nachnamen. Ja, dann kann es ja wirklich jeder gewesen sein. Das ganze Mittelreich, das ganze Kaiserhaus baut auf diesen Kult auf. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob was hier steht überhaupt wahr ist. Das sind immer noch irgendwelche verrückten Kultisten. Lass uns das nicht vergessen. Genau, also... Genau, außerdem wissen wir nicht, ob die aktuellen Herrscher der letzten Jahrhunderte Teil dieses Kultes waren. Immerhin wurden die Priesterkaiser ja auch abgesetzt. Richtig. Aber die Linie von Raoul besteht weiterhin. Und sitzt... Und dennoch, wenn sie nicht Anhänger dieses Kultes sind... Das ist völlig egal. Nein, ist das nicht. Natürlich. Kinder sollten niemals für die Sünden ihrer Eltern büßen. Seit wann denn das? Was sind denn das für barbarische Sitten? Oder Urahn. Raoul war ein Ketzer. Seine ganze Linie ist damit illegitim. Also zumindest dieser Raoul, der hier beschrieben wird. Aber ihr habt doch nun wirklich überhaupt keinerlei Beleg, dass es sich dabei um den Reichsgründer handelt. Würde es überhaupt zeitlich passen mit den anderen Namen? Das war eine gute Frage. Zumindest steht Raoul direkt unter den 8 Märtyrern. Also sowas wie eine Chronologie der Namen würdet ihr schon feststellen. Servas der Henker, beziehungsweise Halmir von Ribishof. Es gibt Gerüchte, die vor allem Isarun kennt aus dem Weidenschen. Das sind Geschichten, die man sich abends an den Lagerfeuern erzählt hat. Das soll wohl ein... Also was wie Vampire gibt es natürlich nicht, aber... Er soll wohl als Graf auf einer Burg in der Schwarzen Sichel sitzen und von dort dann Kinder entführen und sie verwandeln. Das ist allerdings auch schon 700 Jahre her. Aber jeder weiß, dass es keine Vampire gibt. Das sind Märchen, mit denen man Kinderangst einjagt. Aber...
wir müssen ja auch mal darüber nachdenken. Wenn das jetzt hier wirklich 600 Jahre alt ist, hier stehen 30 Namen. 8 davon sind gleichzeitig dazugekommen. Das müssten die Märtyrer sein, richtig? Richtig. Kann der Kult dann überhaupt permanent Bestand haben? Welches ist der neueste Name? Dieser Enarch. Nein, das ist doch der erste Name. Ah, glaubst du, die füllen es von unten nach oben oder von oben nach unten auf? Naja, es würde Sinn machen, das gemäß unserer normalen Schreibrichtung zu machen, also der oben der Älteste. Ich denke, unser bekannter Priorat hat es genauso gemacht wie die anderen Leute, die wir aufgefasst haben, und hat einfach einen der alten Namen angenommen. Möglich. Na, ich war zumindest der Erste. Und auch Reo. Reo war auch jemand, der hatte kurz erzählt, gab es da nicht mal diesen Goldmacher? Hatte er Rafin diese Geschichte erzählt? Nein, lasse ich noch vage daran. Eine Stadt, die mitten in einem Wald liegt, ohne ein Gebirge. Und als dann die Kaiser aus Bosbaran kamen, haben sie gesehen, dass Gareth selbst mehr Gold hatte als Bosbaran selbst. Und das war dieser Enarch, dieser Goldmacher, der das Geheimnis wohl kannte. Der letzte Name, Aljek von der Drachenzwinge. Sagt das jemandem was? Mir sagt das nichts. Natürlich sagt das was. Oh, Entschuldigung. Na, so nannte sich der Rundra-Geweihte. Oho, vielleicht ist er dann unser aktueller Hohepriester. Wenn es stimmt, dass sich hier die Hohepriester verewigen, dann vielleicht ja. Aber wie gesagt, es könnte auch sehr gut sein, dass sie einfach nur die Namen von ihren Idolen von damals nehmen. Aber es wäre doch ein perfider Schachzug, oder? Man schickt diese 8 Märtyrer im Bewusstsein, dass sie verbrannt werden, nach Bosbaran und löst damit einen Krieg aus. Ja, und sie wollen sich opfern, weil sie so ihren Dämon stärken. Richtig. Und je nachdem, oder nach dem, was wir bereits über diese Sekte gehört haben, stimmt das auch durchaus damit überein, also das Verhalten, für das sie bekannt sind. Und wer gewinnt am Ende? Die Garter. Mit Raoul an der Spitze. Dieser Runde fällt ein weiterer Name auf. Steht auch relativ weit unten. Gambert von Turanien. Den hast du erst neulich, vor wenigen Tagen, im aventurischen Boten gelesen. Gefallen zur Schlacht in den Wolken. Das war einer der drei, die von den Splittern der herabbrechenden Festung getroffen wurde und den sich Abel mir angesehen hatte dort unten in den Katakomben der Stadt des Lichts. Also, wenn nicht der erschlagene Priot aus der Stadt des Lichts sich nach dieser Person benannt hat, könnte es sein, dass es sich um die gleiche Person handelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Grund, warum er nicht von Priors beschützt wurde. Das stimmt. Aber ich fürchte, wir greifen immer nicht die ganze Tragweite dieses Fundes hier. Doch, selbstverständlich. Ich denke, es ist ein wenig zu alt, um alles zu verstehen. Die Priesterkaiser wurden offensichtlich erzdämonisch versucht. Nicht nur die Priesterkaiser. Der Begründer des Mittelreichs war Mitglied dieser Sekte. Das wisst ihr nicht. Aber mir, wirklich, ich muss doch wirklich bitten. Lass doch nicht diese wissenschaftliche Logik vermissen. Ihr wisst, ihr habt überhaupt gar keine Belege dafür. Obwohl, dieser Goldschmied hat immer wieder davon erzählt. Er meinte, Gareth wäre damals die reichste Stadt gewesen, voller Gold. Obwohl hier keine Berge gewesen wären. Glaubt ihr, dieser Kult kann vielleicht künstlich Gold erschaffen? Sagt der Magister nicht etwas von so etwas? Das wäre möglich. Wenn man künstliches Mindorium erschaffen kann, kann man sicherlich auch künstliches Gold erschaffen. Das ist wohl möglich. Andererseits wissen wir auch nicht, wie viel von diesem angeblichen mit Gold überzogenen Gareth wahr war oder was einfach nur
Umschreibung oder Dazudichtung war. Ja, ja, gut, das ist in der Geschichte häufig, da habt ihr nicht unrecht. Da wird aus einer goldenen Statue 15. Es reichte zumindest, um den Krieg auszulösen, beziehungsweise die Tempelabgaben oder die Abgaben der Stadt Gara deutlich zu erhöhen. Und dadurch kam es zu den Aufständen von Gareth, nicht wahr? Ja, so erzählt man es sich. Und dadurch fiel Gareth vom Bosporanischen Reich ab. Hey, sag mal, seht ihr nicht die Kausalkette? Die aus, oder? Schau euch doch mal die Statue da vom Richter an. Was ist mit der? Irgendwie... Das Gesicht ist falsch, wa? Wieso? Eigentlich, der Richter ist doch dieser, wie nennt sie den, Eboreus? Alle Bilder, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, sahen anders aus. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir das genauso wenig sagt wie die anderen. Was könnte es bedeuten? Ihr meint also, dass die Statuen immer wieder neue Gesichter bekamen, je nachdem... Ob ein neuer den Namen angenommen hat? Ja, ein neuer den Namen angenommen hat oder es irgendeinen Hohepriester gab, der ihn verkörperte. Das mag natürlich sein. Was sie gerade gesagt hat. Glaubt ihr wirklich, dass die Statuen das Gesicht ihrer Hohepriester annehmen? Das wäre möglich. Weil wenn wir das in Betracht ziehen, wissen wir alle, wer auch eine Statue hatte, die aussah wie er. Also damit habe ich jetzt nicht gemeint, dass sich die Statuen wandeln, sondern dass sie nach dem Vorbild desjenigen geschaffen wurden, der gerade den Vorsitz hatte. Richtig. Ich wollte doch nicht und glauben, dass Jalan ein das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir jemanden kennen, von dem eine Statue existierte, die genauso aussah. Ihr meint, vielleicht sollte Jalan durch diese Sekte verführt werden? Möglich. Das kann natürlich sein. Oder sie wollen versuchen, ihn mit hineinzuziehen irgendwie. Vielleicht ist es auch nur, um Dreck auf andere zu werfen und von sich selbst abzulenken. Das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist doch ein arger Aufwand. Sinn. Was wäre verführerischer, als zugeflüstert zu bekommen, dass man die Wiedergeburt eines Heiligen ist? Und nochmal bitte eine Sinnschärfeprobe von euch. Ihr kennt die Erschwernis. Doppel 1. Oh. Hast du ein Chippy? Ja. Doch, ja, das schafft das auch noch. Ihr seid so eklig. Guter Mann. Jaras erkennt, dass in einem der Augen aus Gold etwas Luft nach oben besteht. Das Auge ist in Wahrheit kein Kettenglied, aber eine Kugel. Ich gehe da gleich mal mit dem Dolch ran und will diese Kugel entfernen. Wollt ihr die Statue zerstören? Noch nicht. Aber schaut mal, das hier ist doch... Das gehört doch offensichtlich nicht da rein. Das gehört anscheinend zu diesen Ketten. Diese Kugel, ihr habt doch heute als erwähnt, dass diese Platten, diese Glieder zusammen mit einer Kugel zusammengehören. Ja, diese... Es waren Kettenglieder, die 12 Scheiben und eine Kugel. Das hier sieht doch ganz ähnlich aus, oder? Das würde bedeuten, dass dort eine Flüssigkeit enthalten sein kann. Was ich noch nicht verstehe, untersuch die Kugel einmal. Warum haben die diese Kettenglieder so aufwendig versteckt? Also sie hatten sie ja offensichtlich, oder nicht? Also zu einem Zeitpunkt müssen alle von diesen Kettengliedern im Besitz von diesen Kultisten sein. Welchen Grund haben sie, die in der ganzen Stadt zu verteilen? Vielleicht eine Art Herrschaftsring? Also wir müssen davon ausgehen, dass es sich dabei um ein dämonisches Artefakt handelt. Ich denke, die Statuen wurden erschaffen, bevor die Priesterkaiser gefallen sind. Als sie dann gefallen sind, haben sie versucht, so schnell wie möglich
alles zu verdecken und zu verstecken, was sie konnten. Ja, aber ist es nicht viel aufwendiger, die Kettenglieder so an so vielen Orten zu verstecken? Und es ist doch viel wahrscheinlicher, dass sie gefunden werden, als sie zum Beispiel einfach hier zu lagern. Glaubt ihr, die Kette ist vielleicht sogar für die Kultisten so gefährlich, dass sie sie nicht nutzen wollten? Oder so heilig, dass sie sie um jeden Preis beschützen wollten? Oder sie wollten einfach ihre dämonischen Einflüsse in dem ganzen Stadtgebiet verbreiten. Das so ähnlich wie auch der Splitter Auswirkungen auf das Umland hatte. Das vermute ich auch. Kiara klettert gerade den Sockel nach oben, zieht sich in den Arm hoch und kann dann mit seinem Dolch im Mund, ruckelt da so ein bisschen herum, kann dann so ein bisschen vom Augenlid abbrechen, damit er dann an die Kugel herankommt. Du kannst sehen, sie ist tatsächlich die Kugel von der Risszeichnung der Kette der Herrschaft. Und im hinteren Teil, also du hast jetzt rausgeholt, kannst du sehen, wie es wohl einen Mechanismus gibt zum Aufklappen, zum Öffnen. Wenn du das tust, siehst du, dass es keine Flüssigkeit darin gibt, aber es ist wohl schwärzlich, blutig rot, als ob dort irgendwann mal vor langer Zeit Blut drin gelagert wurde. Es riecht nach Eisen. Ich glaube, unsere Vermutung war korrekt. So, egal wie alt diese Kette auch sein mag, sie war einst komplett und wurde benutzt, um etwas zu opfern. Diese Kettenglieder, sind die eigentlich hohl? Also, wir haben uns ja diese Risszeichnung angeschaut. War das so, dass die Dornen Blut aufnehmen konnten und das weiterleiten und in diese Kugel leiten konnten? Ja, die Kettenglieder an sich sind nicht hohl, aber die Dornen waren wohl so hohl, also du kannst die dann eben an deine Brust ansetzen, meinetwegen auch andrücken, sodass sie dann mit deinem Blut harmonieren. Genau, also das wäre eben die Möglichkeit und zusammen mit den, da fehlen euch natürlich noch die Schlussstücke, die 12 entfremdeten Amulettstückchen der 12 Götter. Aber ja, die Risszeichnung an den Dornen wäre so hohl und wenn man da eben, würde sicherlich sowas wie eine Kommunikation mit der Kugel bestehen. Also, ich denke nicht, dass ihr irgendwelche magischen Möglichkeiten habt, herauszufinden, wer da geopfert wurde. Nein. Dafür ist der Zauber zu lange her. Vielleicht ist es auch gar nicht eine einzelne Person, sondern wer auch immer. Was ist denn zu Zeiten des Priesterkaisers da oben passiert? Wisst ihr etwas darüber? Hat man zu Zeiten der Priesterkaiser Menschen geopfert? Ist etwas geschehen? Naja, also offiziell natürlich nicht. Allerdings kam es, wie schon gesagt, zum Erntefestmassaker, aber auch an Massakern an anderen Bevölkerungsgruppen. Die Hesindekirche war unter Verfolgung, Fexkirche, Zarkirche, aber auch Hexen wurden in diesen Zeiten sehr stark verfolgt. Ich denke, dieser Ort hier war einst ein Opferaltar. Überleg doch, da oben ein einfaches Gitter, auf dem man durch das man das Blut ablaufen lässt, hier runter tropfen lässt. Ist dort oben nicht vielleicht eine Opferstelle für Praius? Und wenn man diese Sachen hier runterwirft, dann opfert man nicht Praius, sondern diesen Dämon. Nun, aber hier unten liegen nirgendwo Opfergaben. Ich denke tatsächlich, dass eine ganze Weile lang dort oben der Schacht verschlossen war. Nur war er geöffnet, als noch die Priesterkaiser geherrscht haben. Vielleicht hat man das Blut einfach hier runterfließen lassen. Man öffnete ihnen oben die Adern und ließ sie dann hier rein bluten. Und wie hieß diese Kette noch gleich? Der Kragen der Herrschaft? Kette, aber ja. Genau. Was ist, wenn man damit tatsächlich jemanden beherrscht? Wenn du Blutopfer gebracht, jemanden umgelegt, damit sie alles tun, was man ihnen sagt? Das ist nicht auszuschließen. Eine primitivere Variante dieser Kragendämonen. Blutmagie ist in der Tat mächtig, aber auch chaotisch und unkontrolliert, weswegen sie verpönt ist.